Moin Leute, herzlich willkommen bei Hotel Paletto. Das haben wir nämlich heute gegründet und zwar bei Hotel Renovator. Wir gehen hier direkt auf ein neues Spiel. Alter! Da ist es, Hotel Paletto. Da muss ich heute ein bisschen renovieren, das auf Vordermann bringen. Und dann bitte, bitte kommt in mein Hotel. Da könnt ihr für einen Fünfer schlafen. Ah ne, 5 Euro ist echt wenig. Ja, Hotel Renovator, let's go. Oh. Oh Gott. Oh, was habe ich mir da wieder für eine Scheiße gekauft? Junge, das ist ja fast so ranzig wie mein Haus. Oh. Let's show her who's boss here. Catch her. Ich soll das Huhn schnappen? Komm her, Huhn. Sag mal. Bleib doch mal. Zack. Yay. Hab ich. Um ehrlich zu sein, war ich mir nicht sicher, ob du das schaffen würdest. Jetzt müssen wir sie loswerden. Schmeiß sie aus dem... Zimmer, ich schmeiße... Sandra, was bist du denn für eine Psychopathin? Ich schmeiße doch jetzt das Huhn nicht aus dem Fenster. Setz die Henne frei. Ich setz sie nicht frei. Ich schmeiß sie aus dem Fenster. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe nichts gesehen. Mini-Paluten, du hast auch nichts gesehen. As you can see, the hotel is in disrepair. Ja, ja, die ist scheiße. Ja, Hotel ist räudig. And yet, we already have guests waiting to stay here. Oh, Gäste warten schon? A film crew decided ja, eine Filmcrew findet, dass die Innenräume ideal für ein Musikvideo eignen. They will arrive soon, okay. So we have to prepare a room for them. Ja, ja, ich mache das erste Hotelzimmer. Mache ich gut. Okay, ah, jetzt hier. Chaos beseitigen. Das ist unsere Aufgabe. Müll entfernen, Bodenbedeckung entfernen. Okay, Leute, das hier wird jetzt das Hotelzimmer, wo ihr bei Hotel Paletto als erstes schlafen werdet. So, entfernen. Ja, ja, ich entferne jetzt hier mal. Sorry. Hey, Junge, was ist denn hier los? Wie schnell ich schlagen kann? Sorry. Ich muss hier echt alles von der Wand schlagen. Junge, was? Alles muss hier kaputtgeschlagen werden. Oh, Alter, ich kann den Schlag auch aufladen. Und das Fenster. Oh. Ah, jetzt check ich das. Guck mal, damit kann man viel mehr... Oh, das haben sie smart gemacht. Ist jetzt nicht unbedingt realistisch, aber auf Dauer ist es schon nervig, wenn du die Sachen immer so einzeln wegballern musst, ne? Oh ja, vor allen Dingen musst du ja hier auch die Decke. Ah ja, da sieht man auch, wie sich das auflädt und dieser Kreisel wird immer größer. Ja, finde ich gut. Hotel Paletto, das wird ein schönes 5-Sterne-Hotel, aber zu einem super Preis. Jawohl! Wandelemente zerstören? War, nach all dem Chaos, das du angerichtet hast, ist der Boden jetzt voller Schutt. Das musst du aufholen. Ja, mecker mich doch nicht an, Sandra, Alter! Erst sagst du mir, ich soll das Huhn aus dem Fenster werfen und jetzt machst du hier den. Gehst mir richtig auf den Keks. So, jetzt muss ich hier nochmal mit meinem... Ja, jetzt wird das hier alles schön aufgesaugt. Hier so, auch in die Ecken. Schön mit meinem Dyson. Ja, hier schön beutellos. Alles toll. Nein, ist keine Werbung für Dyson. Ich habe aber tatsächlich selber einen und bin auch zufrieden. Leute, ihr werdet glücklich sein. Ihr werdet sagen, Mensch, im Hotel Paletto, da schlafe ich wie ein Eichhörnchen. Schlafen Eichhörnchen gut? Stimmt. Böden? Ja, erstmal Böden. Keramikfliesen, Teppich. Holz. Holz machen wir. Holzimolz. Oh ja, was für ein. Was Modernes. Was ist denn modern? Fischgrill? Junge, weiß ich doch nicht. Antike Bretter. Nee, eigentlich macht man ja Teppich in so ein Hotelzimmer, oder? Hey, hier, das ist doch geil. Also ohne Witz. Hier, bisschen Holzimolz. Vertraut mir, das ist auch pflegeleicht. Das ist so ein Laminat. Ich hatte in meinem Zimmer irgendwann auch Laminat. Also in meinem Kinderzimmer. Weil ich hatte am Anfang, hatte ich Teppich. Dann irgendwann haben meine Eltern scheinbar im Lotto gewonnen. Und dann gab es Laminat. Es gibt ja auch noch Parkett. Die ganz Reichen hatten Parkett. Aber wir hatten kein Parkett, weil ich komme aus dem Ghetto. Wir müssen aber auch im Budget bleiben. Wir müssen, glaube ich, auch gleich noch Möbel und so weiter kaufen. Haben wir erstmal hier schön den Boden. Ich muss sagen, also jetzt mal, sieht doch gut aus. So Holz hat was Wertiges und auch so was Natürliches. Gut fürs Raumklima. So, Wandbedecken ist jetzt dran. Tapetenmuster. Oh, nee, das ist ja nix. Königliches Ornament. Nee, also, sorry, Leute. Wir brauchen was Geileres. Was ist denn Tapete? Oh, nein, nein. Sowas gibt's nicht. Nee. Nein, kein Sonn mehr. Scheiße. Ich weiß gar nicht, was ich nehmen soll. Ja, hier sowas. Was passt da von der Farbe? Das passt eigentlich gut. Doch. Vertraut mir, Leute. Vertraut mir mal. Ich mache das schick hier. Wenn hier erstmal die ganzen Sachen drin sind, dann wird das hier ein Top 1A-Ding. Oh ja. Das doch. Das wird tipptopp. Vertraut mir. Einmal in eurem Leben müsst ihr Paletto vertrauen. Aber wie sieht das denn aus mit der Decke? Hier sind ja auch teilweise noch Sachen gar nicht so richtig verputzt. Kommen die mal? Nee.
Decke kann ich nicht machen. Aber das sieht schon nicht schlecht aus. Ja, doch, 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 doch. Guck mal, das sieht schon wesentlich besser aus. Das mit dem Muster finde ich halt mega komisch. Also das Muster hätte ich nicht gebraucht. Aber Junge, die Alternativen sind halt richtig komisch. Nur gut, 98%. Ach so, oh, ja, hier fehlt noch ein bisschen was. Da brauche ich aber ein anderes Tool nochmal. So, hier auch nochmal ein bisschen. Kann ich auch die kaputt schlagen? Oh ja. Jetzt muss ich vorsichtig sein. So, was ist denn hier? Ey, sag mal, geh mal weg hier, Taube. Mach mal, dass du weg bist. Das Problem habe ich tatsächlich im Real Life. Und mein Vermieter versucht mich zu verarschen. Ich gehe jetzt full on Rechtsstreit mit dem. Gute Zeit. Erzähle ich vielleicht mal auf dem Team Paluten-Kanal eine kleine Real Life Story über meinen Vermieter. So, warte mal. Jetzt wird das hier nochmal gestrichen. Ja, da sind die 100%. Die Gäste werden bald da. Öffne die Hotel-App, um nachzusehen, wie viele kommen. Ja, warte doch mal. Das Zimmer ist doch noch gar nicht fertig. Ich muss euch hier auch noch mal so ein bisschen hier in die Ecken rein. Wand ist bereits abgedeckt. Nein, das sieht doch hier kacke aus. Ah, ja, okay, warte. Ah, da kommt hier German Let's Play. Da sieht man auch sein Gesicht. Ach so, was soll das kosten? Ich mach's günstig, Leute. Ich mach's günstig für euch. Freundschaftspreis. Aber dann müsst ihr auch, weißt du, ich tue euch einen Gefallen. Ihr tut mir einen Gefallen. Geht ihr einfach mal in den Paluten-Shop. Sucht euch da was Kleines rein. Aus und dann sind wir quitt. So, Zimmer 101 vorbereiten. Betten hinzufügen. Leute, ihr kriegt die geilsten Betten, die ihr wollt. Oder wie ich mir leisten kann. Ja. Ja, nee, aber da geht besser. Das tut mir leid, das kann ich auch nicht anbieten. Ah, ah, oh, ja. Hier so ein Doppelbett. Wie? Kein Doppelbett? Habe ich noch nicht freigeschaltet? Ach so, freigeschaltet auf Hotelstufe 1. Okay, Gegenstand ändern. Ja, ich würde euch schon, also No Front ist halt so eine bisschen so eine Zombie-Farbe. Ah, ja, sehr gut, sehr, sehr gut, sehr gut. So, wir müssen mit der Farbe ein bisschen, oh ja, oh, die Farbe passt gut, oder? Ja, so ein kleines gediegenes Braun. Das fällt dann auch nicht so auf, wenn jemand, weißt du, es nicht zur Toilette schafft. Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht auch edel aus. Dann werden wir mal gucken, rotieren. Doch schon so ein bisschen auch, ja, ja, hier so am Fenster. Oder so. So dass, dann kann man seitlich auch da rausgucken. So, eins. Und wir brauchen noch eins. Weil ihr bringt ja noch einen Freund mit in Palettos super Ding hier. Ja, sehr gut. Dann Tische. Ja, der kommt. Der kommt hier hin. So, dann wollt ihr ja auch was, ihr wollt ja auch was essen. Stühle. Ja, das sieht gut aus. Einmal. Zweimal. Sehr gut. Aufbewahrung. Ja. Ja, das von der Farbe her passt das schon mal sehr gut. Das kommt hier so in die Ecke. Ja, perfekt. Dann braucht ihr noch Lampen. Ja, hier so über dem Bettchen. Oh, oh, ah, Wandleuchter. Ja, 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 guck mal hier. Damit ihr auch nachts noch ein bisschen lesen könnt. Ja, sehr gut. Wanddekoration. Ah, ja, 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 ja. Wir haben einen Spiegel hier. So, dann hier, der möchte sich ja auch ein bisschen angucken. Dann ein schönes Bild. Zack. Jetzt müssen wir noch, das mit Lichtdekoration habe ich noch nicht ganz verstanden. Ah, ah, oh, oh ja, hier. Guck mal. Ah, habe ich noch nicht freigeschaltet. Ja, warte, dann eine. Ja, aber die zählt nicht mit Lichtdekoration. Ist das Lichtdekoration? Nee, auch nicht. Junge, was? Was Lichtdekoration? Stehende Dekoration? So ein kleiner dicker Buddha. Das ist Lichtdekoration? Ein kleiner nackter Buddha? Ja, dann kommt hier noch was hin. Hier so eine kleine Schale. Oh, ja, aber ist auch gut. Es ist ja so auch modern. Aber bitte, Leute, der ein oder andere kennt die Geschichte. Macht da nicht, also ein... Oh, jetzt das Badezimmer. Oh, Badezimmer, oh nein. Auf jeden Fall hat da mal jemand in eine Vase geschissen. True Story, zu 100%. Tür öffnen. Oh, scheiße. Oh, Gott. Leute. Okay, ich muss hier alles zerstören. Aufladen, Alter. Bam. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist, ich konnte ja nie die Decke da vorne fertig machen, ne? Aber da gab es irgendwie, vielleicht habe ich das auch übersehen. Weil die kann ich auch nicht... Ach doch, hier kann ich die ein bisschen... Oh, oh Gott, oh ja, alles klar. Ja, aber Wandbedeckung habe ich jetzt schon sehr gut entfernt. Ja, sehr nice. So, jetzt muss ich aber hier nochmal saugen. So, ja, sehr gut. Ja, wird alles weggesaugt. Da kenne ich ja nun nichts. So, Wand bedecken. Ach so. Oh, sorry. Ja, Boden kriegt auf jeden Fall eine Steinfliese. Ja, aber so ein Bristol Stone. Ja, der ist gut. Der passt auch zum Rest. Obwohl, der hat zum... Warum hat denn der so Flecken? Oh, Marmor. Alter, Leute. Nein, Boden ist bereits abgedeckt. Sag mal, ich hätte hier so einen fetten Marmor reingeballert. Ah, scheiße. Ja, da machen wir aber ruhig mal auch ein bisschen... Hier wird schön gefliest. Nee, hier kommt der Marmor hin, Junge. Hier wohnen absolute Rich Kids. Aber nicht klauen den Marmor. Marmor ist doch so absurd teuer, oder? Ich glaube, das ist bis dato das Teuerste, was ich hier reingeschallert habe. Aber lohnt sich. Marmor ist für die Ewigkeit.
Perfekt. Ich feiere es, glaube ich, gar nicht so sehr. So, ja, habe ich fertig gemacht jetzt. Sandra, Dusche, Toilette, Waschtische. Ja, ja, kommt alles. Oh ja, da wird... Das sieht fresh aus, muss ich sagen. Dann Dusche, oh ja, feiere ich. Bam, Alter. Ja, da liegt blöderweise ein bisschen Müll noch, aber den mache ich gleich weg. So, Möbel, dann eine Toilette. Extrem wichtig. Da muss man sich auch gut drin fühlen. Kommt hier so hin, damit man schnell flüchten kann, falls es brennt und man gerade auf Toilette sitzt. Wichtig. Ist wirklich wichtig, Leute. Waschtisch. Ja, kommt hier hin. Sieht auch sehr geil aus. Badezimmer, Zubehör. Ah ja, Damenparfum. Ja, ja, ja. Kosmetikspiegel. Immer wichtig. Ein Glas für so Wasser. Oh, ist runtergefallen. Ist aber kein Problem. Seifenspender auch. Handtuch nicht vergessen, Leute. Wichtig. Zahnbürste 2. Und dann sind wir fertig. So, da brauchen wir jetzt aber noch Wandaccessoires. Stimmt, hier für die Toilette. So, ja. Da, zack, Alter. Sehr gut. Okay, dann brauchen wir jetzt noch eine Aufbewahrung. Ja, aber wir brauchen was Dezentes. Ja, passt. Wandleuchte? Kommt sofort. So, hier. Direkt hier und, aber auch über der Toilette. Oh, ausgezeichnet. Jetzt kannst du die Buchung bestätigen. Denk dran, dass du jederzeit neue Möbel hinzufügen und den Raum schöner... Was willst du denn neuer? Der ist doch top, der Raum. Bisschen Gefängnis. Junge, aber Hauptsache Buddha ist da. Hauptsache Buddha geht's gut. So, die ersten Gäste. Ja, Herr German Let's Play. Kommen Sie. Da, bitte sehr. Herr Henry... Ah, nee, das ist... Und Maudado. Ja, sieht man auch, die Bilder. Aber ich mache euch Ehrenmannpreis. Für einen Zwacken. Freundschaftspreis. Unsere Gäste haben sie gerade eingecheckt und sie sehen zufrieden aus. It's all thanks to you. Danke, ein voller Erfolg. Ach, jetzt muss ich nochmal, die wollen, sag mal, Manuel, du bist so abgehoben. Sofa hinzufügen? Wo soll ich denn jetzt hier noch ein Sofa hinstellen? Sag mal, hier ist ja auch nicht unendlich viel Platz. Oh, das sieht gemütlich aus. So, Pflanzen. Hier eine, Alter. Also, wir können nur immer die gleichen. Hier und in die Ecke. Und Unterhaltung. Ah ja, so ein Fernseher muss sein. Bam, Alter. Let's go. Das reicht dann wohl für heute. Wir sollten uns eine Pause gönnen und Geld mit unseren ersten Übernachtungen verdienen. Ja, wunderbar. Da bin ich Geld verdienen, da bin ich dabei. Wunderbar. Da bin ich Hotel Paletto, Alter. Die bezahlen sie nicht von alleine. Och, guck mal, die beiden sind übertriebenst glücklich. Alter. Junge. Bam. From now on, we'll have access to $40. You'll have more possibilities to show off your skills while Hotel. Finishing the next room. Ein Stern, Level 1. Ganz nach oben geht das mit Hotel Paletto. Ganz nach oben. So, Leute, das war's mit einer kleinen Runde von Hotel Paletto. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Hier ist jetzt noch der Team Paluten-Kanal sowie weitere Videos. Schaut auch gerne im Paluten-Shop vorbei für die Sommerbox. Und ansonsten wünsche ich euch allen jetzt noch einen traumhaften Tag. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.